Scheiße. Ja, ja, verstehe, verstehe. Es gibt zwei neue Leichen vor Manatee Bay. Benutzt sie doch als Bojen. Mendoza, hast du eine Sekunde, bitte? Oh, aufgepasst, alle Mann. Nachwuchsdetektiv in Eile. Kai. Detective Dow ist wieder im Einsatz. Ihr Arzt war zwar dagegen, aber ich nicht. Bist du okay? Sport fällt flach, aber mir geht's gut. Das Koks, das du mit Stollard gesichert hast, kommt aus Kolumbien. Und zwar mit dem Boot. Das hatten wir lange nicht. Normalerweise kommt alles über Mexiko. Was hat Tyson Latchford denn dazu gesagt? Mr. Latchford hat, wie sich rausstellte, einen sehr guten Anwalt. Hier. Das ist Lee Ray, alias Stingray. Kartellgroßhändler. Hat mich gestern angerufen. Hat angeblich Infos zum Drogenkrieg, der gerade in Miami tobt. Wir müssen Leo herbringen. Aber unauffällig. Nur wir drei dürfen davon wissen. Hier drinnen ist er eventuell genauso in Gefahr wie auf der Straße. Verstanden? Ja, Sir. Gut, dann macht hin. Okay, ab nach Miami. Und damit herzlich willkommen hier zurück bei Folge 4 vom Battlefield Hardline. Wenn das besorgt ist, sollten wir es auch sein. Auch. Hey, alles okay? Ja, alles gut. Passt. Korrupte Cops, das kapiere ich nicht. Ach echt? Wirklich? Ja, scheiß Arbeitszeiten und der Lohn erst. Ja, aber sonst ist doch alles toll, oder? Da ist unser Mann. Okay, bleib beim Wagen und pass auf. Oh Mann. Bleib beim Wagen. Ich stelle mir meinen Kaffee lieber zur Seite. Blöde Idee. Obwohl. Wer ist das? Der wollte mit mir in den Zoo. Wollte eine bedrohte Tierart sehen. Ja, ist das denn zu fassen? Ich wollte Dawes sprechen. Und Dawes schickt uns. Wenn mein Handy das nächste Mal klingelt, dann will ich, dass Dawes dran ist und mir sagt, wann und wo wir uns unterhalten können. Ich will keine albernen Witzfiguren wie euch. Ich will echten Schutz. Ich verpasse mein Spiel. Gehen wir. Die kannst du mir geben. Hey, Finger weg. Okay. Hey. Man sagt, du hast Tyson Latchford erledigt. Beeindruckende Nummer. Mit wem haben wir es denn zu tun? Spar dir das für Dawes. Also, was sollen wir machen? Sagt eurem Boss, ich habe alles vorbereitet und ihr habt es versaut. Gib mir die Tasche, Leo. Sonst knall ich ihn ab. Leo, verdammt! Hey, Jacob! Oh, Mann. Kai, wer sind diese Typen? Ich sprinte ja schon. Du hast keine Chance, Leo! Hey, hier! Pistolen und Flintenbeschuss. 13 geht ran. Alle Einheiten, Rettung und den Verdachtspersonen vor. Oh, Mann. Er ist die Treppe hoch. Das habe ich ordentlich... ordentlich versaut. So. Sie ist auch irgendwie nicht ganz so fresh. Hey, er haut ab! Ich will doch nur helfen! Ich brauch deine verdammte Hilfe nicht! Oh Mann. Okay.
komme da nicht rein. Natürlich komme ich da nicht rein, weil es die falsche fucking Tür war. Oh Mann, ich werde der mieseste Ermittler schlechthin. Leo, lass das Rennen rein! Nick, da kommen noch mehr! Ja, danke, ich sehe es. Ich sehe da nichts. Was war denn der Garage? Wir hatten, aber dann kamen die Bullen. Headshot. So, dahinter müssen wir. Der lebt vermutlich noch, okay. Hier war er doch. Oh Mann. Hast du Leo? Das Tempo traut man ihm gar nicht zu. Im Hotel müsste es eine Wachzentrale geben. Ich suche ihn auf den Kameras. Gut. Sag Bescheid. Und jetzt? Der ist hier durch. Muss ich hier warten, oder was? Worauf muss ich denn hier warten? Was ist denn das? Wenn er schon sagt, er ist hier durch. Jetzt. Oh Mann, hey. Nochmal einer. Los, zumachen und runter. Er kommt vom Pool, Kai. Wichtige Durchsage für alle Gäste und Mitarbeiter. Es liegt ein Notfall vor. Wer sich im Zimmer befindet... Hier drüben! Oh Mann. Die Polizei ist vorstellig. Jede Menge Zivilisten da für ihren Besuch. Sag das den Idioten, die hier rumballern. Der ging daneben. Der auch. Oh Mann. Ich habe die Wachzentrale gefunden. Weiter den Gang runter, dann stößt du auf die Lobby. Da ist Leo. Okay, mach ich. Da ist der Nick. Über der Lobby im ersten Stock. Bewegt er sich? Er ist in einem der Büros. Fuck, Nick, da kommen noch mehr in die Lobby. Die dürfen mich nicht sehen. Geh irgendwie nach oben. Ich pass schon auf. Schwärmt aus und findet Leo. Okay. Die Lage ist beschissen. Ein Bulle hat den Laden hier komplett auseinandergenommen. Und wir wissen nicht mal, wo Leo ist. Ha? Jetzt legt er einfach auf. Kai, das ist Wahnsinn. Die halbe Unterwelt von Miami ist hier und denen ist egal, wer ihnen im Weg steht. Okay, fuck. Habe ich mir jetzt verklickt?
hilft mir alles nicht. Okay. Okay. Fuck. Da kommt noch einer. So, Kollegen. Da drüben. Okay, wo ist er? Okay. Mac 10 aufzunehmen. Nee, brauchen wir nicht. Okay. Dass dein erster Verrat ist, bist du ziemlich gesprächig. Hey! Kai! Kein verdammtes Wort mehr ist meine Marke? Hör auf! Das oder sonst was? Vampir! Oh Gott! Kai! Was soll der Scheiß? Die halbe Unterwelt von Miami schießt auf uns und du zerlegst Leo? Was zum Teufel soll das? Haben wir zwei etwa ein Problem? Das Hotel ist voller toter Drogendealer. Das ist das Problem. Leo braucht Schutz. Dann ist ja alles klar. Er sieht übel aus. Dann hilf du doch dem Penner auf die Beine! Hey, du hast ihn so zugerichtet. Los, hoch in die Büro! Shit. Okay, dann zück mal dein Wäffchen. Komm, Bewegung. Okay, ich komme, wohin du auch willst. Und das nennt Dos also Schutz. Was zur Hölle ist das? Du kannst ihn später verhören, Mendoza. Wir müssen los. Hey, Detective. Nimm Dusen. Oh Mann. Captain Dorf, wir haben Leo. Wir versuchen es rot zu hauptsächlich. Ich komm rüber. Sorgt dafür, dass er überlebt. Okay. Drei ausgeschalten. Sind gut ausgestattet, die Kollegen. Gas gibt's auch noch. Okay, einer müsste noch da sein. Okay, wir nehmen doch mal das Teil hier. Wir müssen hier raus, dachte ich. Okay. Natürlich, super. Keine Muni mehr. Weg ist der! Such Leo! Keine Muni mehr. Es sind noch einige da unten. Hey, hier lang!
Okay, jetzt haben wir ein bisschen Muni zumindest. Los, rein mit ihm in den Truck. Arschloch. Hinterher. Ich glaube, wir müssen fahren. Okay. Oh Mann. Kannst du den fahren? Leo ist da, los! Oh Mann. Und du meinst, mein letzter Einsatz war ein Desaster? Okay, fahr los! Wir haben Leo, wo soll er hin? Ja, ziemlich brenzlig. So. Okay, wir fahren über den Damm in einem Truck. Nichts zu übersehen. Okay, geht klar. Er ist angepasst. Klar, ist er. Wo müssen wir hin? Auf der anderen Seite der britischen Bürgerladen. So, Kollegen, jetzt geht's hier ab. Da ist Dorf. Oh Mann. Leo ist wichtiger als Blau. Folge dem Weg. Gut, noch haben wir genug Life. Da hätte ich, glaube ich, über so eine Schanze drüber springen können. Da muss ich ein bisschen mehr aufpassen. Ah, ist schon recht. Komme ich da nicht rüber? Geht doch. Oh Mann, ey, fuck. Alles okay. Weiter, los! Okay. Da ist das. Oh, fuck. Detectives. Tja, ich habe heute zwei Dinge gelernt. Improvisieren könnt ihr perfekt, aber unauffällig arbeiten nicht. Sir, die Typen wussten, dass Leo da sein würde. Kann mir jemand erklären, was mit dem passiert ist? Die Fahrt war holprig, Captain. Leo war nicht angeschnallt. Ach so? Helft ihm hoch. Sir, Leo war enttäuscht, dich dort nicht persönlich anzutreffen. Und ich glaube, man sollte ihn besser in Schutzhaft nehmen. Das sehe ich ganz genauso. Und du, Detective? Hm? Bist du sicher, dass sich Leo auf der Fahrt verletzt hat? Ist das deine Antwort, wenn man dich fragt? Yes, Sir. Das ist sie. Gut. Ich bringe ihn an einen diskreteren Ort. Und jetzt verpisst euch! Oh, Mann. Ach, was war das gerade? Das war Vertuschung. Gewöhn dich lieber dran. Damit wir alle dieselbe Geschichte erzählen, Kleiner. Und welche Geschichte soll das sein? Die, in der wir rausfinden, wer uns gearscht hat. Oh Mann, fuck. Gut. Die Nummer gerade noch irgendwie so geschaukelt. In diesem Sinne beende ich die Folge auch. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Sehr gerne auch einen Kommentar. Und schaut auch auf Facebook und Twitter vorbei. Jo, ich sag danke und wir sehen uns in der nächsten Folge von Battlefield Hardline.